Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, First Back hier bei Tobi. Steven meint gerade schon, das wird jetzt richtig schwer. Oh. Da hat Tobi einen DC anscheinend. Oh. Ich hoffe, ich hoffe mal nicht, dass es so wird wie beim letzten Mal, wo dann alle gekickt wurden. Da kriege ich ungefähr richtige Brechreize. Gucken wir mal. Die sitzen natürlich wieder nicht die Mongos, Alter. Egal, die anderen regeln das schon mit dann irgendwie, die halten die schon irgendwie auf. Ja, denke ich auch. Oh, da ist er tot, oder? Ja. Oh, da hat auch nicht was ausgehalten. Okay, der ist drin. Ja. Oh Mann, Alter, ich hasse sowas, ey, ich hasse sowas. Auch wenn die rumflamen, dass die Gegner scheiße spielen mit dem ganzen Gestunner, finde ich es richtig behindert, nicht zu hitten. Ja, haben sie ja schon bei den Junos auch gemacht. Ich glaube, dann wäre das Match anders ausgegangen, ehrlich gesagt. Hä? Ja, also falls ich sowas nochmal machen sollte, so ein Turnier, soll ich auf jeden Fall, lass mir irgendwas einfallen mit hitten. Das ist behindert so. Ja. Ja, wir können ja, ich denke mal, wir machen, wenn ich dann mir die Umfrage nochmal angeschaut habe, aber es war irgendwie, angeblich waren es ja schon mal 100 Likes, 100, beziehungsweise 100 Stimmen dafür, die sich ausgeglichen haben mit den Nein-Stimmen. Ja. Werde ich ein Highlight-Video auf jeden Fall machen. Und oh Mann. Ich würde sagen, wenn ich schicke dir das Highlight-Video dann auch, wenn wir zusammen auf den Videos. Na, Tobi ist da. Ja, was? Tobi WB. Wenn wir zusammen auf den Videos wie viel Likes kriegen, dann machen wir nochmal ein Turnier. Wie viel? Hau mal raus. Junge, keine Ahnung, Alter. Hau mal so eine etwas größere Zahl raus. Keine Ahnung. Du hattest doch deine 100 Stimmen. Warum? ich meinte jetzt für ein neues Turnier dann irgendwann. Ach so. Boah, keine Ahnung. Erstmal nicht von Likes abhängig, nur wenn ich Bock hab. Ja gut, aber ob es auch Resonanz irgendwo gefunden hat, auch Leute cool fanden. Ja, siehst ja generell schon in den Bewertungen an den Klicks. Ich meine, das wird jetzt nicht so hart geklickt bei mir auf dem Kanal. Wir können ja auch mal, wenn du darauf auch Bock hast, auch wenn es echt Lustsoft gewesen ist, ein Auto-S-Turnier machen, aber vielleicht irgendwie ein besonderes. Nee, erstmal keinen Bock auf sowas. Ja. Ich überlege mir vielleicht sowas. No. Mal sehen, nee. Oh, der könnte drinne sein. Nee. Oh. Na. Aber gut. Es zählt und so. Dafür, dass es hier drei versus Seiten war, die Dev, das ist schon gut gemacht. Er naved. Denke ich in irgendeinem Clan drinne. Weiß ich jetzt nicht genau. Oh. Der ist drin. Ja, der ist drin. Nice. Also Naved ist hier auf jeden Fall ordentlich am Stüsseln. Ich hoffe ja sogar, dass die das Game jetzt noch verlieren. Also Team Alpha, keine Ahnung, Alter. Hätten sie nicht anders verdient, ganz ehrlich. Tobi ist ja auf jeden Fall immer fast am First Pick hier. Auf jeden Fall super drauf. Super duper. Gegenangriff hier wieder von Team Alpha jetzt. Mal schauen, wie weit sie kommen. Okay, jetzt ist schon mal wieder Johnny da, jetzt sind alle wieder da. Ja, dann sind sie wieder im Stun. Oh. Nur gestunnt, Alter. Oh, da kommt Steven direkt.
Okay, der Dash Paradise. Jetzt müssen die abstauben. Der hat auf jeden Fall Lau. Jetzt. Okay, der ist sogar drin. Oh, der ist durch. Der ist durch. Nice. Ja, okay, das werden die, glaube ich, sogar verlieren. Und das ist alles gut, ey. Vielleicht sehen wir ja doch noch Side 3 am Ende. Ja, wer weiß. Man weiß es ja nicht. Was kommt danach eigentlich? Was danach nochmal? Ich glaube Colosseum, ich gucke sofort nach, Moment. Wenn es hier gleich nicht mehr so spannend ist. Oh. Okay, der hat jetzt ernst. LOL. er hat alle drei. What the fuck, bro? Das sah gut aus. So, warte mal. Die nächste Map ist dann Colosseum, jo. Okay, also das war gerade mehr Luck als sonst was, aber. Aber war schon geil. Das sah cool aus. Ja, das haben sie ja ziemlich nice. Ja, die haben alle tot. Einer schön auf den Ball, der andere auf den Support. Team Alpha führt noch mit 6 Punkten, aber dafür, dass sie 2 gegen 3 gespielt haben, liegen sie eigentlich jetzt schon zurück gerade. Jo. Okay. Das war ein Reset. Und das war das gewollt? Gefällt. Ich habe das nicht ganz gesehen. Ja, ich hab reingepusht, oder? Echt? Okay. Nee, das war gewollt. Wahrscheinlich hat Tobi Low AP. Ja. Der wird auch wieder resetten, denke ich, oder? Nee. Schafft er nicht. Aber ich glaube, die haben auch ein paar SP-Skill dabei. Nee, ich glaube nicht. SP-Skill ist relativ. Ich glaube nicht, ey. Wie die nur stunnen. Nur stunnen. Oh, den hat er auf jeden Fall schön gesetzt hier, den Stun. Oh, jetzt ist er ziemlich. Ja, was wird er machen? Er ist alleine, okay, ist er tot jetzt? Tot. Nice. Katsuma so fällt. Das Thema mit dem Movement. Das ist schon krass, wie weit es dann nach unten geht, ne? Ja. Je höher du bist, desto weiter ist doch irgendwie die Range, oder? War da nicht irgendwas? Je höher du mit dem Stun, von höher du machst, desto weiter ist die Range, irgendwas war da. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall relativ weit nach unten geht, die Scheiße. Oh, okay, schon wieder drin. Der ist durch. Ja, das sieht echt nicht gut aus hier für die Easies. Ja. Die Boys von Girls macht das auf jeden Fall nicht schlecht hier. Oh, da ist er wieder gestunt gewesen. Aber hier, die Easys machen das auf jeden Fall auch relativ sinnvoll mit dem Stun. Na, wenn die verlieren, ne? Also die Easys meine ich. Der Master, ne? Wenn Steven dann kickt, dann sind die sowas von disqualifiziert. Ja, Mann. Aber das könnte ich dem halt echt zutrauen. Ja, das haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal vor dem Match raus, ne? Wenn da gekickt wird, dann. Dann müssen sie 2v3 weiterspielen. Ja. Dann ist Steven disqualifiziert. Weil sowas geht dann echt nicht. Gib einfach nächste Runde lieber mal wieder den anderen Master. Ja. Tobi oder so. Mach ich auch. Oh, das war auf jeden Fall nice gedefft. Yukio seine Z-Kombi finde ich eigentlich ziemlich geil. Aber ich mag das Gesicht nicht. Ich finde das ziemlich geil eigentlich. Oh. Der ist gestunt. Und? Oh ja, die kümmern sich um den Support. Ja, der ist gedefft. Haben sie auf jeden Fall ein S gemacht. Das ist immer wichtig, wenn man stunt, dass man sich um einen um den Support kümmert und dass der andere weiter stunnen kann. Hm. Weil sonst bringt jeder Stun eigentlich nichts. Wenn du von zwei angegriffen wirst. Also du erwischst sie natürlich beide. Ja. Dafür musst du dich dann, stellt man sich eigentlich meistens am besten auf den Gegner, ja. Kann er dich nicht so einfach andashen und so. Ja.
gerafft. Okay, nice reset. Er hat's echt nicht gerafft. Oh, nice Jumps auf jeden Fall hier. Das hat Kazurensohn jetzt gerade eigentlich ziemlich gut gemacht, dass er nochmal nach hinten geschaut hat. Leider nicht richtig erwischt dann. Er dürfte und nicht Johnny, oh. Oh, oh. Yukio und Kazurensohn sind down. Steven ist da, die sind zu dritt und das wird wieder ein TD. Der ist drin. Lol. Oh, doch, der ist drin. Der ist drin. Nice. Ja, die müssen wir stunnen, die Easys, sonst haben wir das verkackt. Und Naved regelt hier wieder, ne? Ja, stimmt schon. 80 Punkten. Next Yukio? Fragezeichen. Naja, nee. Oh, Def, 2 vs 1. Oh, wow, wow. Aber der hat ihn ordentlich Damage reingedrückt, auf jeden Fall. Ich glaube, da war sogar ein Crit Dash dabei. Würde ich mal behaupten. Ja, der ist schon down. Oh, Jump Fail, Jump Fail. Tobi auch Pick Fail. Aber Yuki ist wieder gedefft. Nave rennt wieder jetzt. Was kam nochmal nach Kolosseum? Kam Wonderland. Ja, Wonderland ist dann schon wieder so eine Map. Das man nervt auf jeden Fall auch ziemlich sinnvoll, eigentlich seine Teamkollegen mal zu headjumpen. Weil er dadurch eigentlich wieder nicht aus der Range raus ist. Und der ist. Ja, der ist nicht drin. Aber fast. Katsun hat alle drei gekillt wieder. Aber Steven, seine Map ist das nicht so, oder? Tempel? Also eigentlich kann er gut, aber mit Stun kann er da glaube ich gar nichts. Boah, jetzt ist aber schon echt heftig hier. Da sehe ich mich schon im All-OS-Match wieder, ey, mit dem Stun. Ganz ehrlich, ich würde es nicht anders machen. Wenn die einfach nichts hitten, dann würde ich auch so richtig, richtig behindert spielen, dass sie sich am meisten aufregen. Warum auch nicht? Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob der Reset gewollt war. Ich glaube nicht. Aber Naved hat den Ball auf jeden Fall wieder. Und er macht. Oh, nice Jump hier. Okay, jetzt sind wir zu zweit und Deffen tun auch nur zwei gerade. Ah, zu dritt? Nee. Achso, doch, Alpha ist zu dritt. Aber Naved macht das hier auf jeden Fall echt nice. Alter, er trickst alle aus. Lässt sogar noch pushen. Boah, hätte er da noch ein Leben gehabt, wäre er vielleicht reingekommen, oder? Ja, ich glaub, wer war da hinten? Ja, Steven war da. Ich glaube, der hätte ihn gehabt. Weil er war vor ihm, glaube ich, schon am Goalpost. Ja, mit Glück wäre er vielleicht reingekommen dann. Ja. Yukio hier am Jumpen. Und er hat nur immer nicht kapiert, dass das mit Movement nicht schafft. Doch, das schafft man. Man muss nur so weit wie möglich an die Kante gehen. Ob man so im Laufen, ich glaube, da muss man für stehen. Nein, das klappt schon, das klappt. Ja? Du musst halt nur ganz genau timen. Das ist mit S5 dann noch viel schwieriger als sowieso schon mit PS-Betten ohne Decker, aber es geht. Achso, übrigens, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit dem, was du vorhin gemeint hattest? Ob du streamst heute Abend? Ja, eventuell stream ich später. Aber wahrscheinlich sind die gleich alle mad auf mich, weil ich nichts gegen mache gegen die oder so, weil die ja angeblich unfair spielen oder sowas. Muss ich mir wahrscheinlich gleich anhören. Und dann mal gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Steven gleich wieder richtig am Ausrasten ist, aber so ist er halt. Ich glaube, der ist jetzt schon richtig am Ausrasten gerade. Ja, der hat eben schon gesagt, Junge, ich kick die gleich. Ich so, nee, lass mal. Also der hat mir jetzt nicht hier in Game geschrieben, sondern eben als er Master war, als ich Master haben wollte, hat er gesagt. Ja, schreib kick die mal. Achso, nee, du nimmst ja auf. Sonst hätte ich gesagt, schreib ihm mal in Game, dass er nicht kicken soll, sonst ist er disqualifiziert. Oh! Balldrop? Ja, ich denke mal, das kann er sich denken und wenn nicht, dann. Ach, keine Ahnung. Ist halt... Das war der erste Balldrop in diesen Runden hier. Warte, war der gewollt? Ich hab gar nicht ganz aufgepasst. Ja, der war gewollt. Der war gewollt. Yukio hier wieder am Stissel. Der so am meisten eigentlich Yukio im Ball besitzt. Aber Yukio ist auf jeden Fall auch hier gut bei mit den Punkten. Und das war die erste Half hier. 3 zu 4 für Team
Three Boys, One Girl. Auf jeden Fall machen sie echt ordentlich. Obwohl es am Anfang 2v3 war. Da war auch der Jump gerade. Mhm. Siehst du, ja, was geht? Ja. Nochmal die Punkte. Von den Punkten her würden sogar die Easys vorne liegen. Oder? Ja, doch. Sollte ja eigentlich, ja. Ich glaube. Ey, die müssen sich jetzt mal was überlegen hier. Also Team Alpha. Die Easys meine ich. Also so kann es sich, so kann es nicht weitergehen. So geht's hier mal gerade nur mit zwei, also dass man nochmal wirklich die Player an sich sieht. Okay, dann ist das kacke. Man muss ja überlegen, die haben auch zwei von den drei Touchdowns, die sie gemacht haben, wurden ihnen quasi geschenkt, weil die 2 gegen 3 gespielt haben. Ne? Also gut, nicht geschenkt, aber waren halt nicht so schwer. Und jetzt haben sie wieder einen. Und der ist wieder drin. Nice. Ja, okay, also ich glaube, das wird, ohne mich weiter aus dem Fenster rauszulehnen, ein Lose für die Easys und ein Win für Three Boys One Girl. Ich glaube auch. Weil so im Moment dominieren sie sie schon eigentlich, finde ich. Oh, nice Jump. Oh, oh, nice Boomerang. Und für alle PS-Battler, die jetzt hier vielleicht gerade zugucken oder so, die sich fragen, warum erlauben wir überhaupt Stun? Ganz einfach, wenn man Stun verbietet, weiß ich. Braucht man auch kein S5 zu machen. Nee, das ist einfach, ich find's, an sich finde ich, so Games ohne Stun zu spielen ist mal ganz lustig so, aber man, PS-Bad wird sowieso schon immer so von allen anderen, die das halt gerade nicht spielen, wird immer so belächelt. So, ja, guck mal, die verbieten sowieso immer alle Sachen. Die überlauben schon nur zwei Waffen und dann verbieten dann auch Stun und so. Und ich wollte halt einfach, dass da auch mal PS-Badler jetzt mitmachen. Und All-Esler, die halt auf Stun spielen, zeigen, dass das auch ohne geht. Und teilweise klappt es ja, aber ja, jetzt gerade sieht das eher nicht so aus. Keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall, wollte ich nicht, dass so jeder über das Turnier lacht so und sagt so, ja, PS Bad, no Stun, richtig gammelig, verbietet doch noch mehr und so. Das wollte ich halt irgendwie nicht. Ja, es ist auch, ich finde es halt immer auch geil, wie Leute sich darüber beschweren, dass man PS Bad spielt, dann aber die Leute in CS PS Dagger rumgammeln, was ungefähr eigentlich genau dasselbe bedeutet, weil es auch wieder eine Waffenbegrenzung ist und ich einfach das finde es einfach nur Bullshit, einfach zu sagen, ja, was für Waffenbegrenzung und so, ja, dann spielt Autos. Das ist auch immer so geil, die sagen immer so viele, ich bin Autosler, ja, okay, und dann gammeln sie die ganze Zeit in CSPS-Dagger-Rooms rum. Mhm. Einfach nur so frag, yo. Das ist auch genau dasselbe wie zu sagen, dass Gunner weniger Skill brauchen oder sonstiger Scheiße. Es ist halt einfach, das ist einfach was komplett anderes. Ich finde auch, der Unterschied zwischen PS-Bad und, wenn man jetzt PS-Bad in Ausland spielt und Autos, ist halt auch wieder total groß. Ist auch wieder was komplett anderes irgendwie. Weil du bist halt viel langsamer und alles und keine Ahnung. Das ist halt einfach, das ist sich, kann man nicht richtig vergleichen. Alles ist einfach alles speziell. Ja, es ist halt, es braucht für alles jeder, wenn es braucht, anders formuliert, es braucht für alles irgendwo Skill. Sowohl für Gun, für S5, für was weiß ich, AllOS, was gibt's noch? Eigentlich, es gibt, wenn man mal ehrlich ist, es gibt vier unterschiedliche Gruppen in S4. Einmal gibt's Premium Gunner, dann gibt's S5 Gunner und dann gibt's PS Bad und AllOS. Keine Ahnung, mehr gibt's irgendwie so nicht. Also von mehr weiß ich jetzt noch nicht. Nö. Das sind alles unterschiedliche Communities und alles Mögliche. Ja. Und die einzige Community, die ich. Es ist eigentlich so, in Gun wird S5 gehatet irgendwo, in Premium Gun. Ich glaube. Doch, das sagen viele, das ist keine Ahnung, Bullshit. Habe ich jetzt nicht so gehört, keine Ahnung. Egal, weiter. Und andersrum genau eigentlich. Ja, die haten sich alle gegenseitig. Die haten sich alle gegenseitig eigentlich teilgenommen. Das ist halt so witzig. Und PS Bad ist auch nicht mehr das, was es alles mal war, finde ich. Ja, vor allem mit den neuen Balancing-Sachen, das ist halt alles. Die Waffen haben null Balance-Kacke gebraucht und die haben da einfach irgendwie die Range komplett geändert und alles. Warum, Junge? Die waren doch immer gut, die Waffen. Warum machen die so einen Scheiß? Du triffst doch jetzt mit einem Bad, triffst du einfach quasi auf doppelten, also es ist nicht die doppelte Range, aber es kommt einem quasi so vor, weil einfach man trifft übel weit nach unten auf einmal. Ja, es ist halt, man kann die Range also, ist halt noch weiter. Die Range vom Lightcut ist noch viel krasser, ne? Oder was Vom PS ist größer. Von einem
Nicht vom Strong Cut. Nee, aber von einem Light Cut. Vom Air Cut. Ja, Air Cut? Meinst du Light Cut, oder? Oder Low Cut? Na, ich meine schon. Nee, die Range ist höher. So rum war's. Ja, du kannst mit. Das ist der Vorteil. Mit PS kannst du nach oben schlagen, genau. Ja, genau. Der Vorteil zum Beispiel auf dem Longway ist einfach der, wenn du mit dem PS gegen einen Bad spielst, der Bad wird dich nicht so weit. Lol. Yukio hat Standbild. Ja, nice Kabel ziehen. Okay, Yukio zieht Kabel, Leute. Report, please. Na, ich hoffe mal, das war jetzt nur einmal. War das wirklich gerade nein, ne? Nein, der hat auf 400 gewesen, so. Einfach irgendwie ein Lag oder so. Ja. Auf dem Longway ist es echt sinnvoll, dann trifft man nämlich mit dem Bad nicht so weit unten und kann vom PS daher dann die Range ausgleichen und trifft halt von weiter unten und der Bad trifft nicht so weit unten. Das ist irgendwo dann auch wieder zum Beispiel der Vorteil. Ich habe letztens auch mal Only Bad auf Hyperium gespielt, kannst du komplett vergessen, weil du kriegst mit dem Bad nur mit einer scheiß Jump Attack, wo du mega im Delay bist, diese Dinger von unten auf. Ja. Das ist totaler Scheiß. Dann also das Geile ist halt auch, wenn du mit dem Light Cut die ganze Zeit, also wenn du den 45 Grad Winkel hast, dann hast du ja die höchste Range davon. Und wenn du das die ganze Zeit machst und das kombinierst, dann kann dein Gegner einfach nichts mehr machen. Ja, die Range ist echt krass. Wenn du es richtig machst. Ich verstehe halt auch den Sinn davon nicht ganz. Warum ist die Low Cut Range höher als ein Strong Cut? Ja. Ich würde es entweder genau gleich machen oder den Strong Cut höher machen, ja, weil der da irgendwie ein bisschen nach vorne geht oder sonst was. Ja, keine wobei Ahnung. Strong Cut macht halt mehr Damage und Light Cut macht weniger Damage und ist damit mit einer höheren Range eigentlich streng genommen, wenn du es so beurteilen würdest, wahrscheinlich von ihrer Sicht aus mehr ja, balanciert. Das Problem also, ist aber. Weißt du, das Damage mit der Range einfach. Low Cut macht auch nicht so wenig Schaden, das macht vielleicht, keine Ahnung, wenn es No Crit ist, 30 Damage oder 20, 25, irgendwie so. Ja gut, mit einem Crit kommst, deutlich mehr. Mit einem Crit kommst du halt auf 60 oder so und du hast null Delay da drin, du kannst es spammen, wie du willst, Alter, du machst einen Low Cut, dodged und kannst ihn direkt wieder machen, du brauchst halt nur ein paar SP dafür und dann, wenn du die alle triffst, dann ist der Gegner ruckzuck tot. Mit einem Strong Cut hast du mega Delay. Ich finde das richtig dämlich, was die gemacht haben. Aber wenn du einen Crit Strong Cut machst, kannst du den schon one-shotten. Ja, natürlich. Das schaffst du mit dem Low Cut nicht, aber du kannst halt einfach nice richtig reinspammen, das Ding. Tja, gut. Aber ich weiß nicht, ob. Man müsste mal ausprobieren, ob man in der Zeit, wo man den Strong Cut macht, genauso viel Damage mit Light Cuts erzeugen kann. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Weißt du, so quasi, wenn sie auslacht. Hm. Oh, das ist. Jetzt ist Steven bestimmt richtig mad. Ach, der ist sowieso mad. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, sie spielen auch so ein bisschen eher safe auf Zeit zum Ticken. Aber hier Naved ist auf jeden Fall schon wieder ordentlich mit den Punkten dabei. 173. No. Also der Kollege ist nicht schlecht hier. Dafür, dass es ein All-US-Ler ist. Ja. No. Aber da sieht man auch wieder, wenn. Das ist sowas, was viele immer so sagen, so PS Bad ist voll scheiße und PS Bad, da können nichts in All-US. Wenn man es jetzt andersrum drehen würde, würden vielleicht auch PS Badler würden dann auch was in All-US können und genauso geht es auch andersrum. Ist immer voll behindert zu sagen irgendwie. Ja, ich weiß selber, Yukio ist echt nicht schlecht in All-US. Ja. Ja, keine Ahnung. Er spielt halt öfter auch All-US, der spielt immer mehr All-US mittlerweile und kacke ist der eigentlich echt nicht. Es ist nicht der Beste, das steht fest, aber auch nicht schlecht. Jetzt träumen die, oder? Oh, nicht mit Katsuren. Katsurensohn regelt. Der resettet wahrscheinlich. Oh, nice. Oh, schade. Weil der wäre eh gestunt gewesen. Das hat Yu-Gi-Oh! Richtig nice gemacht. Ja, der wäre aber, glaube ich, gestunt worden. Das hat er auf jeden Fall echt nice gemacht. Ich hoffe, ich gönne ihm jetzt echt einen TD. Das hat er echt nice gemacht. Ja, der ist drin. Nice. Das muss man dem lieben Maurice lassen, ne? Das war schon nice. Wie er da so gehätschert hat, ne? Aber sind auf jeden Fall echt geile Runden. Eben haben hier die Yeezys dominiert und jetzt dominieren eher so die Revoice Runker.
Ja, schon. Ich überlege gerade so. Auf Kolosseum ist halt irgendwie noch was anderes, aber ich glaube, das spielen die halt, also die Easy spielen das kaum. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich glaube, die spielen ich schon öfter. Ich glaube, darauf könnte es richtig Also spannend Online, werden. es wird Richtig Online, spannend. es wird wenig, also ich krieg wenig Kolosseum mit. Ich Ja, aber finde, mehr als Online, in es ist. PSP, das spielt das ja eh Ja, keiner. okay, da. In PSP Wobei, spielen in die halt letzter alle Zeit. nur SC2, das ist richtig, richtig behindert. Das regt mich selber richtig hart auf. In letzter Zeit habe ich auch öfters mal Der ist wieder drin. Kolosseum-PSP-Räume gesehen. Was? Dave räumt ja auf jeden Fall ordentlich ab, muss man schon sagen. Dann kriegen wir jetzt 200 Punkte. Ja. Macht auf jeden Fall nice. Ich finde so die meisten gespielten Maps sind in AllOS dann so in dem Bereich, wo jetzt nicht so alle rumlatschen. Das ist eher so Temple Emnaden 3. Kolo würde ich jetzt ja, nicht so dazu zählen. Highway würde ich noch dazu zählen. Habe ich jetzt gesagt, Nane 3? Tunnel noch, Tunnel. Ja, okay, da laufen auch viele Randoms rum, Wahrscheinlich an aber. diesem Stelle würde ich da nicht lang gehen, aber okay, hat er gut gemacht. Ja. Dora, das war nice. Aber macht nicht genug Schaden. Ja, er hat den nicht vorher ausführen können. Ding hat ihn gecancelt im Hit. Mit dem Dash. Ich habe auch mal einen gehabt, der hat immer gecancelt gesagt, anstatt gecancelt. Also gesagt, cancelt. Ich sag immer, anstatt. Ich kann es schon mittlerweile gar nicht mehr anders aussprechen. Ich sage immer Capsules. Aber das heißt ja eigentlich Capsules, oder? Ja. Ich sage immer Capsules. Keine Ahnung warum. Ich bin immer so angewöhnt. Sag einfach Caps, fertig, ich weiß wieder, was gemeint ist. Caps. Oh, der. Caps. Ich glaube, der ist wieder drin. Die sind zu dritt. Naved Einer ist am da, Deffen. Naved am Wenn er Stizzle. jetzt alle drei stunt. Ah, okay. Oh, er Oh. regelt das wieder, ich glaub's nicht. Okay, richtig gut, Oh. richtig gut. Also, Props hier an Naved. Kann ich mal bei Jinsey bewerben? Nee. Ja, Jinsey ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, auf jeden Fall nicht. Weil letztens ja mal wieder PS Bad gespielt, ich glaube sogar gegen Jinsiliana habe ich auch gespielt, gegen Elite Keks. Glaube ich, irgend so ein Crap Mate und bin, glaube ich, 10 zu 8 gewonnen oder so, obwohl ich gar kein PS Bad mehr gespielt habe. Habe ich auch nur so gedacht, so, als ich PS Bad gespielt habe, hat er mich noch easy gefickt. Wobei Elite Ja, Keks. Elite Keks hat vor allem jetzt richtig viel Geld für Enchants auch ausgegeben. Der hat auch ordentlich Enchants und der ist wieder drin. Wow! 7-4. Die anderen haben Dreierboosts und wenig Zeit. Ja, das sieht ziemlich eng aus Aber ich will hier. gar nicht wissen, was die im Chat alles schreiben. Bitte, ich flame den direkt hinzu, Ja, ey. Okay, eigentlich will ich schon wissen. aber das wird hier eindeutig ein Boost. Ich schreibe Steven mal. By the way, wenn du gleich kicken solltest, bist du disqualifiziert. Jetzt hat er die Nachricht gerade bekommen, Ja, bleibt so er stehen. hat geschrieben, halt dein Maul. Dummer Spaß. Der ist so mad. Hey, die Frage ist halt, ne? Was war das? Als Maul. Ich weiß nicht, aber guck mal, der ist halt wieder voll unnötig mad auf mich. Was soll ich denn machen, Alter? Das sind halt so die Regeln und ich halte mich dran. Er joggt Dreierboost. dann mit einem Dreierboost. Ja, der wird jetzt aber gestunt. Und gedefft. Aber der ist drin. Oh, Behaupte ich mal. oh. Katsurensohn, mach den rein. Okay, ist er Oder? nicht. Katsurensohn, was ist Nee. das denn? Ah, da waren die Reiskills abwesend. Der ist. Die Runde ist verloren. Ja, Aber definitiv. echt verdient. Also Ja, würde verdient ich auch sagen. gewonnen, sagen wir mal so. Ja. Allein, Weißt du. dass sie halt 2-0. Naja, die haben Ja, 2-0 genau. zurückgelegen wegen einem fucking No-Sit-Shit. Und sie würden es sogar von den Punkten her schaffen. Ja. Ja. Und der ist wieder drin. Sogar LOL. noch gekillt. Ja.
Das war echt eine interessante Runde hier. Also, Steven hat ja gesagt, wenn er das Turnier verliert, ne, deinstalliert er es vor. Ich bin ja echt also, schon gespannt, was gleich passiert, wenn, ja, wenn das hier gleich vorbei ist. Beziehungsweise, wenn die Runde hier vorbei ist. Und Steven Master hat. Also ich habe ihn gerade nochmal extra gewarnt. Und ja, gucken wir mal. Ja, GG, well played. Die Runde war echt hier. Wow! Oh, der ist sogar noch drin? Nee, wird nicht gezählt. Tja. Ja, ich würde sagen, das war ein eindeutiger Win für Three Boys, One Girl. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem Bildschirm und Pause-Screen. Ja! Oh, ich sehe jetzt schon den Flame. Du bist echt gemein. Ah, gib mir sogar Master. Okay, alles klar.